Also, los geht's. Die Bayern kämpfen nach wie vor um die deutsche Meisterschaft. Gleich zu, die wollen die deutsche Meisterschaft. Zehner in seinem dritten Bundesligaspiel. Olaf Thon. Immer noch Thon. Und es gibt allzu gut gelungen ist Thomas Strunz beim Einwurf. Die Partie bisher im Griff. Und Thon. Wieder die Bayern. Olaf Thon. Schießt doch. Macht er. Tor. 1:0. Und die Führung völlig verdient. Toller Schuss von Olaf Thon. Setzt tückisch auf. Und ich würde behaupten, Markus Zehner ist machtlos bei diesem Treffer. Und kein Foul, Schwalbe Sternkopf, richtig gesehen von Schiedsrichter Kasper. Olaf Thon, Ehrend. Vor das Tor von Raimund Aumann gekommen. Eine. Strunz, Aigner, Thon. Jetzt wird's eng da vorne. In die Gasse läuft Laudrup. Zu. Thon mit viel Platz. Schön. Tabellenletzte. Aber schon wieder ist der Ball weg. Oh! Saison gestartet. Den ersten von den bisher. Olaf Thon. Aber hat natürlich keine Minute gespielt. Das blieb allein Bodo Uecker vorbehalten. Olaf Thon. Der ist zu steil. Welcher? Jetzt! Vielleicht oder sicher, dass 3:1 Elfmeter schießen kann. Das wissen wir nicht erst seit dem Halbfinale. Wieder Abstieg. Und ob sie dann in der zweiten. Schlechter, schlampiger Ball von Effenberg. Thon muss helfen. Und da ist er wieder. Flügler. Thon. Macht sein erstes Bundesligaspiel. Thon bekommt er noch den Ball von Reuter. Jahre alt, sein Hitzkopf, schon zweimal rot gesehen diese Saison. Manfred. Mich heute einer der besten Münchner. Auf Thon. Bender sich freigemogelt hat. Olaf Thon wieder, der überlegen in dieser Partie. Wenn sie mal den Ball verlieren, schuppdiwupp, holen sie sie nicht wie. Strunz ist da, blockt den Ball ab. Bieler in der letzten verbliebenen 20 Minuten, ob er uns noch was zeigen kann. Play der Bayern. Bender in der Mitte, steht Olaf Thon. Nach der schönen Vorarbeit von Manni Bender. Olaf Thon mit seinem dritten Treffer. Zehner ohne Chance. Thon kann gehen, schießen! 6:2, Olaf Thon mit seinem dritten Treffer, 7:2, Manni. Ich heute, Stefan Reuter, der das Spiel von hinten raus bestimmt hat, mit seinen klugen Bällen nach vorne und mit seinen Vorstößen immer für Gefahr sorgte. Spielermaterial, das die Hertha.